Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play. Mein Kabel hängt unterm Bürostuhl. Ja. Wir gehen ins alte Lager. Wieder mal. Und ja. Milton! Okay. 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 Okay, die Ereignisse überschlagen sich anscheinend gerade. Jetzt verstehe ich auch, warum ich angegriffen wurde. Warum Rodriguez tot war. Die alte Mine ist eingestürzt. Das Lager denkt, wir sind alle schuld. Klar. Kann ich nachvollziehen, aber nicht verstehen. Das ist eine Action, meine Güte, was hier wieder los ist. Huiuiui. Ja. Hat schon wieder das Schwert gezogen, oder was? Nee, er greift doch an. Ich muss jetzt zu Diego. Diego, wo bist du? Ich komme mir gerade vor, wie in diesem Kriegsfilm, wo irgendwie plötzlich alles gegeneinander ist und dann plötzlich die Leute nicht mehr wissen, wo sie sind und dann schreiend nach ihren Liebsten suchen. Diego! Diego, wo bist du nur? Du gehörst zu mir, wie mein Name an der Tür. Diego, Mensch. Was? Ja, mach.
Oh Gottes Willen. Ja, aber Gottes Willen. Okay. Will ich nicht. Tschüss. Ja, die Ereignisse wirklich, die überstürzen sich. Ja, eigentlich muss ich am ehesten zu den Feuermagiern, zu Wassermagiern, ins alte Lager. Ich habe doch noch den Stein. Oder beziehungsweise da. Damit habe ich jetzt einen Stein und keine Rolle. Das ist eigentlich besser. Hey! Oh ja. Und jetzt?
Na wunderbar. Gorn! Ja, wir müssen jetzt in den südlichsten Punkt der, ja, beziehungsweise, ne, Xalas, der Dämonenbeschwörer. Eieiei. Mitten im Orkgebiet. Die Frage ist nur, wie können wir es schaffen, zu Xalas zu kommen? Das ist die große, große, große Frage. Ja, gut. Also ab zu Xardas, würde ich sagen. Der südlichste Punkt. Da waren wir ja, glaube ich, sogar schon mal. Ich versuche da mal hinzukommen. Irgendwie. Das ist unfassbar. Na. Ich muss mich ja irgendwie schnell vorbewegen. Weil das Ding ist ja auch, diese Zwischenwege gehören ja jetzt nicht wirklich zur Story. Also. Mein Gott. Wo bin ich hier? Was ist das? Komischer Palast. Okay. Frage ist, wie komme ich in den südlichsten Punkt der Karte? Das ist ja jetzt kein Zuckerschlecken, Leute. Da hinzukommen, sage ich jetzt einfach mal.
Ich glaube, hier kann ich durch. Ja. Da kann ich mir auch viele Wege sparen. So. Wo sind wir jetzt? Also in diese Richtung. Okay. Machen wir das. Puh. Das ist doch hier einfach nur die Richtung des Sumpflagers. So. Na, oh Gott, wohin? Oh. Hilfe! Ah, der Sound. Oh Gott, oh Gott! Mitten im Sumpflager gelandet. Was ein südlicher, aber nicht der südlichste Punkt ist. So. Die Richtung muss ich, okay. Es wollte nicht klappen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Höhe, 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 Scheiße! So, wo sind wir jetzt? Nehmen wir noch hier in der Nähe. Nein, 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 nein. Ich sollte dabei bleiben, nicht. Ja. Nicht zu viel zu kahren. Trotzdem ist die Frage, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, das schon. Das bin ich schon. Ich gehe mal lieber den hohen Weg, weil fliegen geht immer noch. Also von der Story her finde ich eine sehr spannender Teil. Ich glaube sogar, wir gehen den richtigen Weg. Wäre ja gar nicht so kompliziert gewesen, dann nochmal hinzukommen sogar. Bisher. Weißt du, an was mich das erinnert? Auch so ein bisschen von der Grafik und alles. An Mount Chiliad bei GTA San Andreas. Muss ich gerade mal so sagen. Das erinnert mich ein bisschen an Mount Chiliad GTA San Andreas. Wo man da mit der Sanchez immer hochfährt. Du darfst kein anderes Fahrzeug nehmen, das ist scheiße sonst. Nur die Sanchez. Oder Fahrrad. Fahrrad geht auch. Sag mal, wann sind wir denn oben?
Sehe ich hier zumindest schon mal Spuren der Zivilisation. Ich glaube, wir sind hier bei seinem Turm. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao.